Bienvenue sur le domaine de la vallée Holstein. Mon nom est Gilles Sen. J'exploite un domaine de 45 hectares, une partie pour l'élevage de la Holstein, une partie pour les cultures. Il y a eu des informations, des informations à Bruneg, là, quand on était réunis au niveau des syndicats et fédérations, là, des informations. Et puis après, j'ai contacté Olivier Boux pour essayer de se mettre en route du plan. Puis c'est vrai que c'est assez convaincant. Puis une fois qu'on est en place, c'est assez simple. On prend nos critères et puis ça nous donne des choix de taureaux qu'on accepte ou pas, disons, c'est ça. Certains taureaux qui proposent, on dit non, t'es pas trop envie. Et puis d'autres, tiens, j'aurais peut-être celui-là à te proposer, qu'est-ce que tu penses? Puis, voilà. C'est pas un truc qui est figé, disons, c'est ça qui est bien. Quoi. Ich bewirtschafte den Betrieb mit meinem Bruder in einer Betriebsgemeinschaft und haben unsere beiden Söhne angestellt. Wir produzieren mit den Holsteinkühen 300.000 Kilo Milch, das zu Gruyère verarbeitet wird. Am Anfang, wo wir über dieses Produkt gesprochen haben, war für uns klar, dass wir das nutzen wollen, weil es schon von Anfang an interessant ausgesehen hat. Und jetzt, wo wir den Anbahnungsplan mit Olivier machen, ist natürlich perfekt. Können wir eingeben, welche Merkmale wie Zellzahlverbesserung oder die Euter, wo wir stark drauf schauen, und die Langlebigkeit, können wir klar nach diesen Kriterien selektionieren und auch die Stiere dementsprechend auswählen. Und von dem her ist es ein sehr gutes Produkt. Und die Kälber, die geboren werden, entsprechen auch dem, was wir wünschen. Aber déjà, on s'éparpille moins dans ce catalogue, quoi. Parce qu'avec le choix qu'il y a à présent, c'est un peu la folie, quoi. On a, justement, là, c'est quatre critères qui sont pris en compte, c'est ceux qu'on a choisi, et puis après, on se focalise sur ces taureaux-là, quoi. Ça libère du temps, parce que moi, potasser tous ces catalogues, je faisais il y a 20 ans, 25 ans. À présent, j'ai plus trop le temps ou plus trop l'envie. Et puis à présent, il y a une telle offre que faut vraiment cibler ces critères qu'on a besoin. Et puis là, c'est un bon moyen, je trouve. C'est quelque chose qu'il faut tester, en tout cas. Après, on n'est pas obligé de continuer, disons, mais je peux le tester, puis je trouve que c'est en l'essayant qu'on peut trouver que c'est quelque chose de bien. Wir rufen nach Krangschneff an, den Anbauungsplan Berater zu kontaktieren. Dann kommt er auf den Betrieb und wir machen gemeinsam den Vorschlag, welche Kriterien wir gerne favorisieren möchten. Anschließend gibt er diese Kriterien ein und mit diesem System sortiert die Stiere heraus, die für unser Zuchtziel am besten passen. Und somit werden auch diese eingesetzt. Und von dem her haben wir, wenn wir keinen Anpaarungsplan machen, brauchen wir vielleicht 3-4 Stiere. Und so erweitert man das Produkt auf 7-8 Stiere, die optimal in das Programm passen, zu unseren Kühen und unserem Zuchtziel am nächsten kommen. Wir gebrauchen den schon 3 Jahre. Es sind schon Rinder, die gekalbt haben, auch mit dem Anpaarungsplan. Das ist, und auch das stimmt, nicht nur die Kälber, auch die Rinder ist, was wir uns wünschen. Von dem her ist es ein sehr gutes Produkt. Das kann man nur weiterempfehlen. Auch die Handhabung, es ist einfach anzuwenden. Und wirklich mit den Stierselektionen kann man
ein bis drei Stiere selektionieren, die Wahl, die man treffen will. Und von dem her ist es sehr gut.